fahrt ihr eben hier durch die Schranke durch. Die scannt euer Nummernschild mit der Kamera. Und dann solltet ihr hier auch einfahren können, wenn ihr reserviert oder gebucht habt. Wer die Nacht kommt und kann dann hier nochmal übernachten, gibt es sogar Stromsäulen hier vorne. Also ihr müsst noch nicht mal auf Strom verzichten, wenn er hier den Campingplatz anfährt und kommt nicht mehr rein. Ach, hier haben wir jetzt nochmal eine Karte. Ist doch nochmal toll. Unser Stellplatz befindet sich hier oben. Hier ist der Strand. Das heißt, wir gucken jetzt gerade mal. Das ist hier Comfortmare. Den Platz haben wir hier. Hier gibt es einmal Luxury und einmal Premium. Also wir sind die dritte Kategorie. Das heißt, hier unten ist blau. Ihr seht, es gibt nur ganz wenige Plätze davon. Ja, hier und da von den Luxury. Und dann geht es weiter mit den Premium. Das sind die dunkelblauen. Das sind die, die am Strand liegen. Und dann kommen schon die Comfortmare. Das sind eben die hier. Und da haben wir relativ früh gebucht und wir stehen wirklich hier ganz oben. Also wir haben hier echt eine richtig lange, das war hier die Hauptachse, die hier runter geht. Hier ist nochmal die Straße, die hier direkt am Strand lang führt. Das sind hier alles Mobilhomes. Das heißt also, wir stehen hier relativ weit weg. Ja, und das finde ich eben ein bisschen schade, dass wir hier so früh gebucht haben und stehen da so weit hinten. Ich habe immer gesehen, hier sind immer verschiedene freie Plätze. Ich weiß nicht, ob sie die lassen für Leute, die vielleicht schon öfters hier waren oder weil wir vielleicht einen Hund da haben oder weil wir vielleicht auch nur 3 Tage hier stehen. Ich kann es euch nicht sagen. Jedenfalls finden wir den Platz eben nicht so optimal, den wir da bekommen haben, weil wir stehen da relativ weit weg vom Schuss. Hier kommen wir jetzt morgen. Hier kommen wir jetzt nochmal zum Market. Zum Markt, hier nochmal Automat zum Geld abholen. Hier extra, guck mal hier, extra für Batterien. Da gibt es hier extra noch so einen Mülleimer. Ja, und das ist hier der Markt. Da gehe ich mit euch mal später rein. Hier haben wir nochmal einen schönen Überblick über den Naturcampingplatz, den ich jetzt mal so einfach so nenne. Weil ihr seht hier wieder alles mit Treppen. Also man läuft hier sehr, sehr viel Treppen. Hier nochmal den Sportbereich hier hinten, so ein Beachvolleyballplatz, so ein Tischtennisplatte sehe ich da und auch nochmal so ein Zockertisch. Ja, das ist hier übrigens Kunstrasen, aber finde ich jetzt nicht schlimm, weil das hier im hinteren Bereich, das passt. Da hinten nochmal die Mobilhomes oder hier Bungalows. Ja, die haben, glaube ich, da sogar einen eigenen Pool da hinten und ja, mit Sonnenschirmen, mit Liegen. Ja, super. Der Herr sagt da wohl zu Andrea, wo sie hier eingescheckt hat, der Campingplatz ist für nächstes Jahr schon bis Juni, Juli wieder ausgebucht. Ja, da ist kaum noch ein Platz zu kriegen. Unglaublich. Ja. Ich meine, das ist natürlich, spricht doch für den Campingplatz hier, muss man echt sagen. Das nimmt hier auch wirklich hier die Kroaten nicht so eng. Hier steht immer drin, ab 14 Uhr Anreise. Wir kamen bis jetzt auf jeden Campingplatz früher drauf. Finde ich auch immer sehr, sehr gut, weil warum soll man die Leute vor das Tor warten lassen und sich die Schlange immer länger wird, wenn man hier schon die Möglichkeit hat, hier welche einfahren lassen zu können. Hier fährt schon wieder einer ab. Hier muss man bis um 12 Uhr wieder unten sein von dem Platz. Das ist sehr, sehr wichtig, weil da achten sie auch drauf. Hier kommen extra welche mit so kleinen Fahrrädchen vorbei und daran erinnern die nochmal.
Abwaschbecken, wo ihr euer Geschirr spülen könnt. Hier nochmal freie Waschbecken. Hier geht es dann runter zum Strand. Ihr seht, es hier ein riesengroßes Waschhaus. Hier geht es weiter mit zum Beispiel Waschmaschinen von Miele sogar. Sogar Geschirrspüler. Und auch Trockner sind vorhanden. Ich gucke jetzt gerade mal Kombinationen. Also wenn man Waschmaschine, Trockner 100 Kuna. Ansonsten kostet 60 Kuna hier eine Waschmaschinenladung. Hier sieht man so eine Kinderwaschbecken. Auch cool. Auch hier für die Eltern hier Wickeltische. So, dann gehen wir hier mal. Hier sind so einzelne Waschbecken, die man benutzen kann. Man kann hier die Tür schließen. Haken sind genug vorhanden, auch beim Waschbecken. So. Hier sind wir in den Duschen. Die sind richtig, richtig groß. So Leute, das ist der echte Wahnsinn. Ich stehe jetzt hier in der Dusche drinnen. Und ich komme nicht auf der anderen Seite rüber gefasst. Also man kann sich hier drehen hier drinnen. Leute, guckt euch das an. Hier. Ich kann hier die Arme ausstrecken. Also das ist der Duschbereich. Dann geht es hier weiter mit dem Umkleidebereich. Hier vier Haken, hat hier eine Dusche, ein Spiegel, Ablagemöglichkeit. Eine und hier unten noch mal eine große und alles wieder picobello sauber. Ihr seht, der Boden sieht top aus. Kann man wirklich nicht anders sagen. Es gibt hier auch noch Außenbereiche der Dusche. Die sehen dann hier so aus, das so mit Stein gefliest. Mit oben drüber eben nichts mehr. Schöner Himmel, dann wird es auch nicht so warm. Und ihr seht hier genau dasselbe Prinzip. Alles richtig schön groß hier. Duschkopf nicht verkalkt. Wieder vier Haken. Spiegel, Ablagemöglichkeiten. Ja, top. Muss man echt zugestehen. Hier die Duschen. So eine große Dusche habe ich noch nicht gesehen. So, wir gehen weiter. Ja, hier gibt es noch so eine privaten Räume. Das können sich Familie anmieten mit mehreren Kindern. Ein Blick hier auf der Infotafel.
Wir befinden uns ja jetzt auf dem Kirk Premium Camping Resort. 5 Sterne hat auf jeden Fall verdient, hier gerade beim Waschhaus. Hier gehen wir heute Nachmittag. Hier ist jetzt nur die Bäckerei offen. Hier ist eine Info. Ich glaube Friseur, dann so ein Shop, dann nochmal ein Obstladen. Die sind alle jetzt noch nicht offen, deswegen lassen wir es jetzt erstmal. Wir gehen jetzt hier weiter runter zum Strand. Hier ist ein Restaurant. Ich glaube Olivia heißt es. Ja, kann man schön essen gehen. Wir waren nicht da, weil wir hier nur 3 Tage stehen. Wir waren gestern Kirk in der Stadt. Und wollen heute nochmal schön Spanferkel essen gehen. Auch nicht hier. Da gehen wir nochmal nach Kirk rein. Waren wir gestern gewesen. Richtig, richtig toll. Sind mit Fahrrad 10 Minuten gefahren, waren wir da. Ja, das war top. Hier die Parkanlage, ihr seht es wieder. Alles grün, alles top hier. Ja, hier kann man mal über den Platz mal schauen. Teilweise schattig, teilweise direkt in der Sonne, weil hier die Bäume sind ja hier noch nicht allzu groß. Die bieten noch nicht so viel Schatten, außer die erste Reihe da. Die hat jetzt ein bisschen mehr Schatten. Aber da gehen wir später wieder drauf ein, auf die Zusammenfassung. Poolbereich, was wir überhaupt nicht brauchen, ist einmal hier der große Pool. Ist jetzt hier noch nicht, dürfen wir hier noch nicht betreten, ist jetzt noch zu. Ja, der wird jetzt gerade hier noch gesäubert. Wellnessbereich findet da hinten statt. Das Haus, da kann man sich massieren lassen. Man muss bloß beachten, wenn man hier natürlich dichte Ranne, einen Stellplatz hat, dann kann es auch mal ein bisschen lauter werden. Gerade da hinten, wo die Treppen hochgeht, das summe ich nochmal an, da ist der Kinderbereich. Da hinterm Haus ist der Kinderbereich, die Treppen hoch, da gehen wir ja später hin, weil jetzt ist hier noch gesperrt. Und dann zeige ich euch auch noch den Kinderbereich, gerade für Eltern bestimmt interessant. So, hier fahren wir wieder die Zufahrtsstraße runter zum Strandbereich. Hier links und rechts sind eben die Stellplätze. Hier geht es runter zum Hundestrand. Und hier das ganze Ende jetzt hier für die Badegäste, nicht für die Hunde. Der Hundeabschnitt ist sehr, sehr klein, muss man sagen. In der, von Verhältnis zum Campingplatz der Größe, aber gut. Sie haben vielleicht hier die Erfahrung, vielleicht hat es gepasst so. Mir kommt das bloß ein bisschen klein vor, weil der Platz hat hier schon eine dementsprechende Größe. Wir haben hier auch sehr viele mit Hund gesehen. Ja. Aber das sollt ihr entscheiden, ob das für euch so passt. Hier seht ihr so eine Glamping-Zelte. Finde ich auch total interessant. Ah, da gibt es hier so eine richtig schön großen Zelte, wo man hier auch seinen Urlaub verbringen kann. Ist ja jetzt ganz im Kommen. Die stehen nach meiner Meinung bloß ein bisschen dicht zusammen. Weil hier sieht man es. Ja, die sind schon hier, die Straße ist hier wirklich total schmal. Ja, das finde ich jetzt hier nicht so toll. Die hätte man ruhig ein bisschen weiter auseinanderstellen können. Der Wald ist hier groß genug. Der Hundestrand liegt jetzt noch vormittags schön im Schatten. Aber nachmittags hat er hier die volle Sonne. Was ich eigentlich nie so optimal finde, gerade wenn man Hunde hat. Die sollten hier doch ab und zu mal ein Schattenplätzchen haben. Hier ist es nicht die, hier hat man nicht die Möglichkeit. Der ist auch relativ klein, ja, zum Campingplatz her. Liegen sind vorhanden.
Sonnenschirme sind nicht allzu groß, aber sind zumindest da. Hier haben wir gerade noch eine kleine Hundedusche. Gerade wenn man vom Strand kommt, kann man hier einen Hund abduschen. Finde ich auch eine richtig coole Sache. Hier auch Mülleimer, was immer sehr, sehr wichtig ist bei den Campingplätzen. Und auf der anderen Seite fängt jetzt hier der normale Strand an. Wieder sehr kieselig, also wieder grober Kies. Hier gleich nochmal duschen, ja, wo man sich abduschen kann. Ja, und dann geht man hier eben zum Strand. Das ist alles so ein bisschen terrassenförmig angelegt. Finde ich richtig gut. Ab und zu mal so ein paar Steinchen im Wasser. Das sieht schon toll aus. Hier alles so ein bisschen terrassenförmig angelegt. Genug Liegen sind da. Hier so eine Treppe runter. Aber ihr seht schon gleich, wo ich hinaus will drauf. Rollstuhlfahrer oder ältere Leute, die Probleme haben mit Laufen, haben hier echt Schwierigkeiten, hier ins Wasser zu kommen. Ja, also alles nur mit Treppen. Ich sehe ja keine Rampe bis jetzt, die zum Wasser führt, wo sich auch mal ältere Leute oder Leute mit Gehbehinderung, mit einem Rollstuhl, die hier denn die Möglichkeit haben, auch mal ins Wasser zu kommen, da wird es schwierig. Hier oben hat man überall so eine Betten zu stehen. Das sind bestimmt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, also 20 Betten stehen hier oben, die man hier auch nutzen kann. Hier wieder eine Außendusche, wenn man aus Wasser kommt, dass man sich das Salzwasser abspülen kann. Ah, hier alles so ein bisschen felsenartig, finde ich richtig toll. Ja, ich brauche nicht so einen flachen Strand. Ja. Gerade wenn man zum Baden geht, finde ich es gut. Aber wenn man hier ein bisschen auch Natur zurückgeben will und sagen, hier, das, die Natur soll ja hier auch ein bisschen erhalten bleiben, dann finde ich hier so einen Strand hier eigentlich viel, viel schöner. Kompletten Überblick hier über den Beachbereich. Der ist wirklich nicht allzu groß, wenn man hier sieht, wie groß der Campingplatz ist. Das wird hier echt eng oder kuschelig. Hier nochmal so eine Bar, wo man sich schön setzen kann mit Sonnensegel, wo man auch ein bisschen schattig sitzt. Super. Hier wieder, es könnte auch ein Stellplatz sein, aber nein, hier wurden wieder ein paar Pflanzen im Boden gebracht, dass es alles wieder ein bisschen schicker aussieht. So, hier sehen wir jetzt die Premium-Stellplätze, die hier direkt am Wasser stehen. Teilweise schattig, teilweise direkt in der Sonne. Zum Beispiel ein schönes schattiges Plätzchen hier. Hier auch wieder direkten Zugang zum Wasser. Gibt es immer hier so Treppen, die hier runtergehen. Aber ihr seht, wieder mal Treppen. Das heißt, wir haben hier nicht die Möglichkeit, alte Leute mit Gehbehinderung haben hier wirklich keine Chance. Hier richtig schön. Ja, das sieht schick aus. Hier ist ein Ende. Hier geht es hinterm Tor zum FKK-Bereich. Müllentsorgung auch überall, vier verschiedene Stationen. Hier wird der Müll getrennt. Bioplastik und Papier. Ja, weil das ist hier der einzige Abschnitt. Es geht jetzt hier noch ein Stück weiter hinter, aber das ist eigentlich nur für die Plätze, die Premium-Plätze, die hier vorne am Wasser liegen. Ja, die haben dann eigenen Zugang. Ansonsten ist das hier der Badebereich. Ja. Und das finde ich schon knapp bemessen von der Größe des Platzes hier. Verschiedene Infotafeln, was es hier für Fische
Wasser gibt, auch mal cool, gerade für die Kinder, die was lernen sollen, top. So, wir befinden jetzt uns auf der Strandpromenade, das ist hier die Hauptachse, hier am Wasser lang. Hier ist abends richtig was los. Ja, und jeder geht hier meistens entlang, weil, wie gesagt, das hier die Hauptachse ist, zum hoch zur Rezeption, zu den verschiedenen Wegen hier zu den Stellplätzen. Ja, also hier, das ist immer absolut die Hauptachse. Hier wieder sehr vorbildlich, wieder ein Mülleimer für die Vierbeiner. Aber auch hier überall so eine Mülleimer stehen hier grundsätzlich. Ja, hier ist jetzt Nachmittags Eisverkauf. Dann gibt es hier so eine Strandbar. Ja, die geht dann hier auch rüber auf der anderen Seite. Da, wo wir gerade mit der Schirme waren. Hier, ich gehe nochmal zurück, dass er das mal sieht. Das gehört wohl dazu. Hier mit Sonnensegel finde ich top gemacht. Auch wieder sehr einladend hier mit den Palmen hier. Ja. Also von der Sauberkeit her hier bekommt er mir von mir hier alle 5 Punkte. Muss man sagen, das muss man fairerweise hier absolut gestehen, weil es gibt immer so kleine Ecken. Aber hier ist es wirklich richtig, richtig schön. Ihr seht, hier steht schon wieder das Putzzeug. Also hier putzt schon wieder jemand. Hier auch sehr schön gemacht. Hier, wenn du mal alleine sein willst, hier so eine kleine Ausbuchtung, ja, wo man hier direkt am Wasser sitzt. Hier die Betten, ja, oder wie nennt man sowas hier, so Strandbetten oder, ja, ich kenne das ja von Ostsee, hier von Warnemünde, da gibt es die auch, alkoholische und nicht alkoholische Getränke, Aperol Spritz Hugo 54 Kuna. Auch wieder sehr schön angelegt hier. Nicht einfach so mal irgendwas hingestellt. Hier wieder alles mit Pflanzen verfeinert. Top. Gucken wir uns hier mal die Karte an. Von 8 bis 23 Uhr geöffnet. Also hier kannst du dir um 8 Stunden hersetzen und kannst dir förmlichst besaufen. Burger-Imbiss. Da gibt es Pommes, Burger. Ja, Hot Dogs, glaube ich, habe ich noch gelesen. Ja. Sehr, sehr schön. Muss doch nicht immer. Der passt hier auch richtig rein, hier der Wagen. Muss man sagen. So ein luxuriöses Zelt. Hier habe ich mal reingeguckt, wo es offen war. Richtig schön aus Holz mit Küche drin. Ihr seht auch hier, das ist auch nicht optimal gelöst. Hier rollt jetzt hier der ganze Kies hier runter. Und wenn man hier nicht aufpasst, dann rollt man hier mit runter. Aber das ist das Einzige, was ich hier meckern kann. Würde erst morgens öffnen, aber ihr seht hier, wieder außen duschen. Hier ein Buddelkasten. Hier öffnet sich denn und hier kann man basteln und irgendwelche kleine Geschenke machen. Also da kümmern sie sich richtig schön um die Kinder. Die kann man hier wahrscheinlich auch abgeben. Hier ist auch so ein kleines Tor, damit sie auch nicht ausbüchsen. Ja, und das ist hier der Bereich für die Kleinen. Ja, kleiner Pool, hier gibt es so 2 Rutschen, ja, die hier runterrutschen, wo man hier schön runterrutschen kann. Hier alles so mit so einer Blume, da kommt dann Wasser rausgesprudelt. Überall kommt da Wasser raus aus den Teilen. Und da unten, ihr seht da hinten, das ist jetzt wieder die andere Seite vom Poolbereich, die wir vorhin gesehen haben. Ja, die liegt ja dann da unten. Da ist der große Pool. Hallo, hier sind unsere Infos zum Campingplatz Krick Premium Camping Resort in Krick. Ja, wie Andrea schon sagte, ist ein 5-Sterne-Campingplatz, sehr gut angelegt. Vorne Blumen, Pflanzen, alles richtig, richtig toll. Auch die Waschanlagen richtig toll, aber dazu kommen wir jetzt mehr. Wir gehen jetzt mehr im Detail. Ja, also der Campingplatz selber ist auch so terrassenförmig angelegt.
Ganz oben Rezeption, dann geht es runter zum Meer. Dementsprechend sind auch die Plätze kategorisiert. Da waren wir ein bisschen enttäuscht, weil die super teuren Stellplätze, die ganz unten am Meer sind, die gibt es auch ganz oben. Und das fanden wir nicht so toll. Also terrassenförmig, mehrstufig, und wer ganz oben steht, hat ein bisschen zu laufen zum Meer. Also das heißt, für jemanden, der ein bisschen Probleme hat oder auf einen Rollstuhl angewiesen ist, ist es schon ein ganz schönes Stück. Daher bei der Reservierung definitiv sagen, weiter unten oder mittendrin. Ja, ansonsten haben die Stellplätze Strom und Wasser, zumindest die Kategorie, wo wir waren, war auch okay. Abwasser entsorgen ist außerhalb des Campingplatzes. Das heißt also, entweder bevor ihr reinfahrt, fahrt dorthin. Das ist dann, wenn ihr reinfahrt, linker Hand. Wenn ihr rausfahrt, ist es rechter Hand. Also darauf achten, Grauwasser entsorgen ist vor dem Campingplatz. Die Sanitäreinrichtung, dafür wieder top. Absolut top. Ich habe noch nie so eine gute oder auch so eine saubere Sanitäreinrichtung gesehen. Alles relativ neu, ordentlich, große Duschen. Ich konnte mir da so breit aus die Hände ausbreiten und ich kam noch nicht mal an den Wänden ran. Also echt der Wahnsinn. Nochmal mit einem Vorraum, dass man sich ordentlich abtrocknen kann. Echt der Wahnsinn, also muss man echt sagen, also von den ganzen Campingplätzen, die wir hier angefahren haben in Kroatien, war von der Sanitäreinrichtung dieser Platz absolut die Nummer eins. Ja, dann Hundestrand. Ja, es gibt einen Hundestrand. War mir auch ein bisschen enttäuscht, weil das war wirklich ein ganz, ganz kleiner Abschnitt. Also für die Größe des Campingplatzes und für das, wie der Heino schon sagt, wie es angelegt war, eigentlich sehr enttäuschend. Auf dem Platz selber ist Restaurant vorhanden, so ein kleines Bistro. Es ist ein Supermarkt vorhanden, es gibt einen Wellnessbereich, es gibt einen Friseur, es gibt einen kleinen Bäckerladen, einen kleinen Obst- und Gemüseladen. Ja. Also alles vorhanden, was man braucht. Sportgeräteverleih gibt es auch, es gibt eine Tauchschule und auch hier Fahrrad und so kleine Rollerverleih. Ja, dann gibt es noch so einen kleinen Souvenirladen, glaube ich, war das noch. Ihr könnt, wenn ihr aus dem Platz rausfahrt, ist direkt gegenüber eine Tankstelle und könnt dann an dieser Umgehungsstraße direkt nach Krik reinfahren. Es gibt keinen Fahrradweg, also auch hier wieder an der Straße entlang. Wir waren am Hafenbereich, wir waren mal im Zentrum, wir waren mal in der Altstadt drin gewesen. Richtig, richtig schön, muss man mal gesehen haben. Toll. Ja, wir haben jetzt bezahlt, wie gesagt, nicht die teuerste Kategorie, aber wir haben bezahlt die Übernachtung. Wohnmobil mit Strom, mit Hund, zwei Erwachsene waren mir bei knapp 80 Euro. Also schon, und das war nicht die teuerste Kategorie. Das war nicht die teuerste. Es gab noch eine oben drüber und das wäre halt ganz vorne am Wasser gewesen. Da hättest du die Nacht bezahlt 105 oder 108 Euro. Ja, also schon nicht gerade wenig. Fazit zu diesem Campingplatz, sehr schöner Campingplatz. Muss man mal gesehen haben, richtig toll, Sanitäreinrichtung top. Aber wie gesagt, für euch vielleicht ist es vielleicht der richtige Campingplatz. Wir wollten unbedingt mal hin, weil wir es einfach mal sehen wollten. Aber uns haben andere Campingplätze viel, viel besser gefallen. Weil wir einfach nicht so anspruchsvoll sind. Vielleicht liegt es daran, aber auch, weil wir einen Hund dabei haben. Der Hundestrand war eigentlich nicht so, was wir uns vorgestellt haben. Das war unser Video. Kanal abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Ansonsten einen Daumen nach oben, würden wir uns freuen. Macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao. Tschüss. Thank you.